Kann man eine RTX 4070 zur 4070 Ti hochtakten? Geht das? Hallo, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Heute werfen wir drei Nvidia-Karten in den Ring und schauen, die uns jeweils übertaktet, Stock und Undervolted mit Raytracing WQHD als auch Rasterizing UHD an. Wie ihr sicher wisst, fällt die teure Beleuchtungsform Raytracing bei den RTX 40er-Karten performanter aus als noch zu Ampere-Zeiten mit etwa der RTX 3080. Aber neben der Performance sollten wir uns auch im gleichen Zug die Effizienz angucken. Damit der Speicher nicht zum Problem wird, greifen wir zur 3080 mit 12 GB und schauen, ob wir entweder die 3080 oder 4070 in Reichweite der 4070 Ti hochgeboxt bekommen. Den vollständigen Artikel mit allen Benchmarks und Daten findet ihr in der Beschreibung. Da könnt ihr auch die prozentualen Unterschiede über die Desktop-Ansicht feiner anzeigen lassen. Sowohl die 4070 als auch die 4070 Ti setzen beide auf den AD104-Chip. Ja, es ist theoretisch der gleiche Chip, aber bei der günstigeren Karte bekommen wir mehr Änderungen als nur einen niedrigeren Takt samt kleinerem Powerlimit. Die 4070 hat nur 46 statt 60 Shader-Multiprozessoren, muss mit weniger Level-2-Cache klarkommen und wird auch treiberseitig weiter limitiert. Realistisch könnt ihr nicht damit rechnen, das in der Praxis mit reiner Übertaktung wettzumachen. Dafür sind die Unterschiede einfach zu hoch. Aber es gibt dennoch interessante Überschneidungen, die wir jetzt mal durchgehen. Angefangen mit Cyberpunk 2077. Jetzt nicht erschrecken, die Daten sind schnell erklärt. Links seht ihr unsere Testkarten. Ganz oben die RTX 3080, darunter die 4070 und ganz unten die 4070 Ti mit den jeweiligen Tuning-Profilen. OC steht für Overclocking, UV für Undervolting. Die erste Spalte, die farblich kodiert ist, zeigt den FPS pro Wattwert an. Je höher der ausfällt, desto besser und effizienter arbeitet die Karte im Vergleich. Je grüner, desto höher der Wert unter den drei Exemplaren. Wir nahmen das Ultra Raytracing Preset bei WQHD-Auflösung und fixierten DLSS auf Qualität. Das ist durchaus ein realistisches Szenario für diese Leistungsklasse. Naja, und was fällt direkt auf? Die 3080 muss man im Vergleich eigentlich nur als versoffen beschreiben. Schauen wir etwa zu den Stockwerten der 4070 und 3080 und die Boardpower an. Circa 340 gegenüber 200 Watt sind bei praktisch gleicher Bildrate überhaupt nicht attraktiv. Selbst Undervolted schlug die 3080 immer noch knapp 30 Watt mehr als die 4070 Ti mit OC in unserem Test. Das ist einfach zu viel. Natürlich schwanken die Ergebnisse je nach Tuning und Stabilität der Karten. Die Profile, die ihr hier links seht, liefen bei uns stabil, von einigen MSI Afterburner Bugs mal abgesehen. Wir sehen aber ein eindeutiges Muster. Die 70er Karten bewegen sich im Punkt Effizienz auf Augenhöhe. Sowohl im Stock als auch mit Undervolting oder sogar Übertaktung. Die Ti kann minimal mehr Leistung pro Watt vorweisen, aber rein vom Wirkungsgrad betrachtet sind die hier tatsächlich gleich. Selber Chip eben. Wenn wir jetzt zum Benchmark-Diagramm blicken, wird aber schnell klar, die 4070 Ti wird nicht eingeholt. In fast keinem Fall. Fast. Wenn wir die Ti undervolten und die 4070 übertakten, bewegen sich beide fast auf demselben FPS-Niveau. Aber ihr merkt, an die Stockleistung oder gar die OC-Werte der Ti kommt die 4070 auf gar keinen Fall ran. Im Falle der 4070 nahmen wir die Aorus Master, weil die A einen dicken Kühler und B ein größeres Powerlimit mitbringt. Nur bringen uns die 62% mehr nichts, weil die 4070 einfach nicht so viel ziehen mag. Das kann man einerseits positiv sehen, ich meine, hey, die zieht einfach nicht so viel. Andererseits, wie soll die 4070 Ti mit ca. 250 Watt erreicht werden, wenn die bei der 4070 gar nicht anliegen, trotz 3 GHz. Dass Raytracing bei Ampere nicht so ausgereift ist wie bei Lovelace, sehen wir im kleinen Maße auch bei den FPS der 3080. Wenn wir jetzt noch Frame Generation aktivieren würden, also künstliche Frames dazwischen schalten, dann wäre die Ampere-Karte gnadenlos verloren. Gut, das war jetzt Raytracing, aber wie sieht es im klassischen Rasterizing aus? Die meisten Spieler setzen ihren Fokus auf Rasterizing. Im zweiten Beispiel griffen wir zu God of War mit UHD-Grundauflösung, aber mit zugeschaltetem DLSS auf Qualität. God of War zieht gerne nochmal mehr an der Boardpower. Aber auch hier, die 4070 will trotz geöffnetem Powerlimit nicht in den Ti-Bereich vorpreschen. Aber über die Profile hinweg bleibt das Effizienzniveau sehr, sehr eng beieinander. Die 3080 kann sich diesmal ohne Raytracing auch klar gegenüber der 4070 behaupten und mehr FPS erzielen. Für absurd viel Energie im Tausch. 360 Watt im OC wollen erstmal aus dem Gehäuse abgeführt werden. Und selbst dann, die Wärme habt ihr dann im Zimmer stehen. So eine Karte wollt ihr im Winter? Ja, vielleicht. Aber spätestens im Sommer wird es unangenehm warm. Mit so viel Strom könnt ihr theoretisch zwei 4070 Ti's undervolted laufen lassen. Aber wie sieht das im Benchmark-Vergleich eigentlich aus? Ähnlich wie bei Cyberpunk, nur dass die 3080 mit OC jetzt äußerst nah an die 4070 Ti mit undervolting kommt. Aber wie auch zuvor, auf keinen Fall darüber. Wir müssen erst die 4070 Ti selbst effizienter tunen und beschränken, damit die anderen Karten da mithalten können. Welches Fazit lässt sich also damit ziehen? Weil eben die günstigere Karte zu einer anderen hochzuzüchten, mag in der Vergangenheit gelegentlich möglich gewesen sein. Aber bei der 4070 könnt ihr das vergessen, das ist nicht realistisch.
Was ihr aber sehr wohl könnt, ist an die Effizienz der TI ranzukommen. Oder zumindest an die Leistung der TI mit Undervolting. Die 3080 ist zwar ähnlich stark wie die 4070, dafür aber geradezu hedonistisch. Dagegen wirkt die 4070 mit Undervolting wie ein Fliegengewicht. Den größten Unterschied sehen wir auch genau zwischen den zwei Karten bei der PowerDraw. 3080 mit Undervolting kommt auf 320 Watt. Die 4070 mit niedrigerer Spannung auf gerade mal 150. Dafür steckt mehr Rasterizing-Kraft in der 3080. Beide kommen aber nicht an die 4070 Ti ran. Selbst die fetteste 4070 ist zu stark beschränkt, als dass das gehen würde. Nur die Effizienz, die ist bei beiden Karten gleichwertig. Jetzt mag man blöd fragen, ja, das ist doch klar, warum sollte Nvidia das auch anders regeln? Stimmt auch, aber die Frage kam tatsächlich öfter auf. In Urzeiten, da war die Idee gar nicht mal so abwegig. Schauen wir doch mal in die Vergangenheit. Früher war alles besser. Das ist natürlich Quatsch, aber früher hatten Tuner mehr Möglichkeiten, um durch cleveres Kaufen und etwas Optimierung ordentlich Leistung gratis zu erhalten. Dafür gibt es unzählige Beispiele, wie etwa den Klassiker aus dem vergangenen Jahrtausend. Man nehme eine Voodoo 3 2000 mit 143 MHz und befestige einen x-beliebigen Lüfter an in ihrem Passivkühler. Schon konnte man die 3FX-Karte mindestens auf das Niveau ihrer großen Schwester Voodoo 3 3000 mit 166 MHz takten. Mit etwas Glück sogar über das Niveau des Topmodells 3500 mit 183 MHz. Unser GPU-Guru Raff meinte vorhin noch, seine Voodoo 3 lief mit bis zu 192 MHz. Solche Mods beflügelten später auch die GeForce 2MX. Nur war dieses Modell selbst mit brutaler Übertaktung nicht so schnell wie ihre Schwester GeForce 2 GTS. Der Beschnitt war einfach zu groß. Kommt euch das bekannt vor? Richtig wild wurde es kurz nach der Jahrtausendwende, etwa mit der Radeon 9500 oder GeForce 6800. Ja, alles ohne RX, RTX und der ganzen anderen Quatsch. Dort waren bei bestimmten Modellen sogenannte Pipe-Mods möglich. Ab Werk stillgelegte Rechenwerke, also Render-Pipelines, ließen sich mit etwas Glück manuell wieder aktivieren. Zusammen mit Übertaktung erhielt man so durch den Kauf einer Mittelklasse-Karte doch durchaus High-End. Aber Vorsicht, in einigen Fällen wurden die Rechenwerke nicht nur zur Produktdifferenzierung ausgeknipst, sondern weil echte Fehler enthalten waren. So berichteten Modder in modernen Shader-Spielen von Grafikfehlern, die wahrscheinlich durch das Freischalten kommen. Teils Jahre später. No risk, no fun. Allemal spannender als die heutigen bereits ab Werk voll ausgereizten Grafikkarten und Prozessoren. Oder was meint ihr? Früher ging deutlich mehr. Heute, wenig überraschend, kaum was. Wenn euch das Video gefallen hat, dann unterstützt uns doch gerne über einen Daumen hoch, ein Abo mit Glocke und einen Kommentar. Besucht uns gerne auf PCGH oder im Forum unter PCGH Extreme. Bis dahin und bis zum nächsten Mal. Macht's gut.